Geister wurden von euren Händlern so in der Stadt verkauft. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Civ City Rom. Wir versuchen immer noch London aufzubauen und vor allem jetzt die Damen und Herren in den mittleren Domi, Domussen, ach ich weiß es nie, zufriedenzustellen. So, ich guck mal, die haben aber Zugriff auf diverse Vorratslager. Das Problem ist nur, wir haben einfach immer noch zu wenig Obst. Deshalb ist hier auch dauernd der Pfeil nach unten und die wollen abwerten, weil die nicht genug Obst bekommen. Brot ist genug, sonstige Sachen. Wir werden weiterhin... All unsere Lagerhäuser sind überfüllt. Die Bürger können keine Güter mehr liefern. Wir werden weiterhin Obst brauchen. Hier sind, wenn ich das hier richtig sehe, genug Obstvorräte. Und in diesem Lager sollten auch ein paar sein. Das ist natürlich viel zu weit weg für irgendwas. Und es ist auch nicht per Wegen angebunden. Das heißt, das werden wir jetzt erstmal versuchen, hier irgendwie so hinzukriegen, dass die ihr Zeug wenigstens schnell da reingelagert kriegen. Mal sehen, ob das geht. So, wo ist denn hier der Lagereingang? Da, also wenigstens mal Wege für euch Jungs. Und Mädels, keine Ahnung, aber die Karrenschlepper sind hoffentlich Jungs. Und dann werde ich auch hier versuchen, zur Brücke vernünftige Wege zu bauen. Es ist aber auch wirklich holpriges Gelände, mein lieber Freund. Aber ich orientiere mich mal daran, wie die hier laufen. Die Zufriedenheit in der Stadt sinkt. Ja. Minus 8, okay, da muss ich mich auch gleich drum kümmern. Und dann muss ich natürlich irgendwie mal eine Chance haben. Ah ja, also der findet die Wege hier schon super. Der findet die schon richtig toll. Ja, hallo? Statthalter, endlich werden unsere Nahrungsspeicher mit Nahrung gefüllt. Na, sehr gut. Ja, sag einmal, muss ich euch hier was tapezieren, damit ihr mal vernünftig hier langkommt? Oh. Also. Einer unserer Arbeiter hat die Stadt verlassen. Okay, dann gucken wir erstmal, was hier los ist. Plus 1. Ja, das lasse ich erstmal so. Okay, was ich aber mache, ich schwimme ja hier im Geld. Aber Statthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Ich werde erstmal alles Mögliche erforschen. Möglichst weit nach hinten. Begonnen. Damit das... Menschen verlassen die Stadt. Wir sollten etwas wegen der Zufriedenheit... Ja, verstehe ich das denn? Es ist doch plus 1. Warum geht denn das immer weiter nach unten? Tja, dann gehen die Löhne nach oben. Und dann gucke ich mal. Erstaunlich. Es ist plus 2. Es müsste doch eigentlich nach oben gehen. So, dann wollen wir uns das hier trotzdem nochmal angucken. Ich möchte es nämlich gerne verstehen. Also, die lagern da ein, das ist auch alles genau richtig. Und sollen sie auch tun und noch und nöcher. Und wenn die da was haben, sollten die Leute das Zeug auch direkt nach drüben... Das verschwindet da einfach so. Was? Wer ist denn das? Das Alphabet wurde erforscht. Aha, jetzt geht's hier auch wieder nach oben. Wer isst mir denn hier meine Obstvorräte weg? In der Stadt steigt. Futtern die das alles selber? Kann ja auch nicht sein, oder? Ach, hier sind natürlich noch offene, so wie es aussieht, offene Arbeitsplätze, weil wir hier nicht genug Leute haben. Da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich so geht, wie ich mir das wünsche. Das Wesen wurde erforscht. Weil, wenn man hier mal ein bisschen dreht, das ist ja durchaus genug da, sind anscheinend nur nicht genug Leute da, um das hier zu bevölkern.
Was natürlich schade wäre. So, was macht der? Ach so, ich habe den natürlich auch clever angelegt, wenn das hier der Eingang ist. Dann kommt an den hier überhaupt keiner ran, oder? Doch, hier vorne. Na, warten wir das mal ab. Da bin ich ja mal gespannt. So, inzwischen müssten hier oben... Müsste es ja bald mal wieder positiv werden. Hoffe ich zumindest. Ah ja. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Gucken wir uns an, was hier so passiert. Die Domi sind immer noch da. Die haben immer noch nicht genug Obst. Ja, ja, ich weiß. Ich werde so schnell wie möglich was dagegen tun. Hier geht's in die richtige Richtung. Die hier sind glücklich. Dann könnte ich mich eigentlich mal darum kümmern, die auch nochmal weiter nach oben zu bekommen. Das heißt, ich brauche eine Glasbläserei. Das sollte relativ einfach sein. Was braucht der denn wohl für Glas? Egal, ich stelle den erstmal hier mitten rein. Mal gucken, was der braucht. Die werden es mir schon sagen. So, gucke ich mir den mal an. Fragezeichen. Tja. Theaterstücke wurden erforscht. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt steigt hier hoffentlich auch wieder unsere Einwohnerzahl, weil die Stadtzufriedenheit steigt. Und dann hoffe ich, dass wir auch bald den Glasbläser hier an den Start kriegen. Ah ja, da oben geht's wieder in die richtige Richtung. Sehr schön. Dann will ich aber doch wenigstens wissen, ob der hier kommt und was er tut. Also immer 100 Stück sind ja ein Arbeiter. Gucken wir uns mal das... Gucken wir uns mal das Stadtzentrum an. Wenn da jemand kommt, wird er sich auch gleich einen Job suchen. Also immer bei 100 müsste ja jemand kommen. Da kommt wieder einer und abhaut er. Okay. Das ist alles richtig. So, hier wollen die Leute aufsteigen. Mache ich das? Brauche ich das? Die Frage ist, ob ich das überhaupt brauche. Ich habe ja jetzt hier 3 und hier drüben nochmal 3. Das sind ja schon 6. Wenn ich 5 Paläste brauche, ich habe keine Geldnot und nichts. Es ist die Frage, ob ich überhaupt noch mehr Häuser aufsteigen lasse. Die Poesie wurde erforscht. Oder ob ich es einfach erstmal so vor sich hin wirtschaften lasse. Ich glaube, das mache ich auch erstmal. So, hier sind wir mit der Forschung schon mal ein Stückchen weiter. Was fehlt mir denn hier oben noch? Die haben hier schon alles erforscht. Dachte ich. Forschung begonnen. Ich dachte, das wäre der Pfad gewesen. Ach so, die haben hier lang geforscht. Okay, das ist alles richtig. Da warten wir mal ab, so dass wir dann wirklich alles schön erforscht haben. Dann gucken wir mal nochmal hier drüben auf die andere Seite der Themse. Bei Lugdunum wurde ein Aufstand der streitsüchtigen Gallier niedergeschlagen. Sehr gut. So, die sind jetzt hier voll besetzt. Die haben trotzdem nichts hier in dem Lagerhaus. Sehr seltsam. Oder? Die Medizin wurde erforscht. Anscheinend nicht. So, gucken wir uns die mal an. Die bringen das Zeug dann hier hoch. Wo geht der denn hin? Die gehen hier spazieren, weil die nicht vernünftig arbeiten. Also, ach, die haben wahrscheinlich einfach keine Häuser, wo die pennen. Die gehen zum Pennen ganz hier rüber. Und in der Freizeit, okay, das ist natürlich ein Fehler, den ich beheben will. Das heißt, ich werde hier mal zumindest ein paar Hütten hinstellen, wenn ich denn kann. Falls es hier irgendwo einen Platz gibt, wo ich Hütten hinbekomme. 1, 2. Wir brauchen ja eine ganze Menge. Ziehen die hier ein? Ja, die ziehen ein, immerhin. So, will ich die irgendwie versorgen? Oder bin ich einfach nur froh, dass sie nicht so lange durch die Gegend laufen?
Kriege ich da noch einen hin? Jawohl. Die Anästhesie wurde erforscht. Also, das hier sind 9 Leute. Das heißt, ich bräuchte 9 Hütten, wenn ich das richtig sehe. Guck ich mal, ob ich hier noch irgendwelche irgendwo platzieren kann. Kerle, das ist aber auch ein Waldgebiet hier. So. So, 5 und 3, nein, 5 und 4 sind 9. Dann hoffe ich, dass die schon mal bald hier irgendwo einziehen. Schön wäre es jedenfalls. Gut, forschen. Gucken wir uns nochmal an. Alles das, was hell ist, ist schon erforscht. Das heißt, hier noch die Chirurgie. Forschung begonnen. So, dann sehe ich mal weiter, ob das so funktioniert. Dann gucken wir mal hier, das läuft alles. Dann will ich mich mal um den Glasbläser kümmern. Der bläst. Wie der wilde Wind. Und die haben hier auch Glas, wunderbar. Könnte ich sogar noch einen zweiten. Arbeitslosigkeit ist ja immer ein Thema, also bitteschön. Ist die Frage, ob die hier auch das bekommen? Anscheinend schon. Der da ganz hinten kommt auch noch zu dem Glasbläser. Ja, ist ja traumhaft. Was hat der denn hier für ein... Achso, ja, Obst natürlich. Okay, der hat jetzt ein bisschen weiten Weg. Die hier sind inzwischen zufrieden. Gut, dann muss ich mich ums nächste Bedürfnis kümmern, nämlich Wein. Wein kann ich aber nicht anbauen. Das heißt, den muss ich handeln und ich glaube, den kriege ich hier unten. Jawohl. Und ich glaube, weil ich weiterhin Tuniken verkaufen will, werde ich das ein bisschen anders machen. Hier oben ist ja immer noch Arbeitslosigkeit ein Problem. Zivilisation wird auch ein Problem, habe ich gerade gesehen. Sehr schlecht. Kann ich denn hier... Der verkauft die Tuniken. Okay, das heißt, ich brauche einen zweiten Handelsdock, damit das Schiff hier mir Wein einkauft. Der Handelsdock muss unterhalb dieser Brücke liegen, weil das ja nach hier unten geht. Also, Handelsdock, bitte, bitte, passt da rein. Lass mich raten. Die Zufriedenheit in der Stadt sinkt. Jojo. Lass mich raten, du passt hier nirgendwo. Ach, es ist ja ein Traum. Es ist ja ein Traum. Da kommt noch ein Handelsdock. Ein tolles Schiff für die Stadt. Wie sie das der soll Trauben kaufen. Und zwar gerne viele. So, da kommt schon das Schiff und dann geht's los. Und wenn wir Trauben haben, brauchen wir wahrscheinlich eine Winzerei oder sowas. Dann stelle ich die auch schon hier hin. Damit ich... Eine Weinkellerei. Ah ja, okay. Damit ich das nicht vergesse. Die ist ein bisschen größer, passt da aber hin wie die Faust aufs Auge. Wir zweimal. Ein Gelände, um dieses Bauwerk zu errichten. So. Dann sollte sich das auch machen lassen. Und dann zum Schluss wollten die noch ein Heilbad. Das ist das. Ganz dezentes kleines Gebäude. Tja. Und wahrscheinlich muss das in der Nähe hier von der Zisterne stehen. Passt hier rein. Ich mach's passend. Es passt. Eure Händler haben entscheidende Güter in einer fernen Stadt erworben. So. Gucken wir mal, ob das so hinhaut. So, bitteschön. Komme ich hier irgendwo durch? Keine Ahnung, ich probiere es mal. So. Da bin ich immer gespannt. Wir haben nichts mehr zu forschen. Das ist nicht gut. Also frische ich die musikalische Ausbildung, weil ich hier gesehen habe, die Zivilisation ist ein Problem. Das heißt, da muss ich mich drum kümmern. Ich setze die Löhne nochmal höher. Einfach, weil ich es kann. So, Rationen passt einigermaßen auch. Wir kriegen sogar langsam Obst. Das heißt, ich muss mich mal um die Zivilisation kümmern. Das meiste scheint hier noch möglich zu sein.
Das heißt, ich werde mich noch ein bisschen um Religion kümmern. Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen ich hier hingestellt habe. Was ist denn das für einer? Der Jupiter. Der erste. Ja, dann gibt's den zweiten. Einfach hierhin. Dann sollte die Zivilisation schon ein bisschen steigen. Und ich kann natürlich hier noch ein bisschen was tun. Ob ich wirklich einen Zirkus gleich noch nehme, ich werde ihn nachher sowieso brauchen. Aber ich könnte mich natürlich auch erstmal hier noch ein bisschen um die, Musikanten kümmern. Also, dann gibt's nochmal irgendwo in die Mitte, wenn's denn geht, wenn's denn gehen würde. Da ist mir der Brunnen im Weg. Nicht mehr lange. Hinfort. So, den baue ich hier nach außen. Vielleicht auch so. Nein, leider nicht. Also so. Dann kommt die Piazza in die Mitte. Macht ja auch Sinn. Piazza können musikalische Darbietungen stattfinden, sobald eine Musikschule in der Stadt in Betrieb ist. Und dann brauche ich eine Musikschule, die ich hier noch irgendwo reinklemmen müsste. Ha, ey, wie für mich gemacht. So, jetzt lasst mich mal bald in Ruhe mit der Zivilisation. Ich tue schon, was ich kann. Die musikalische Ausbildung wurde erforscht. Dann werde ich eben auch gleich nochmal hier Monumente bauen, beziehungsweise gucken, ob ich nicht irgendwo Brunnen hinbekomme und allen möglichen anderen Zierat. Ach, das ist ja süß hier. Wir brauchen ein freies Gelände. Ja, ich weiß, du brauchst ein freies Gelände. Damit komme ich dann natürlich ein Stückchen weiter. Was haben wir hier noch? Ein großer Garten und ein Teich. Ach du Hilfe. Okay, dann werde ich das hier noch ein bisschen zubauen mit anderen Sachen. Also hier, so, der müsste doch dazwischen passen, dachte ich. Ich habe einfach ein schlechtes Augenmerk. Ein Augenmaß. Schlechtes Augenmaß. So. Da ist wahrscheinlich, weil rund um die Piazza ein Weg ist, ne? Ja. Also so. Und dann werde ich mich noch mit ein paar Bäumen hier hervortun. Wir brauchen ein freies Gelände, um dieses Bauwerk. Da kann ich nichts mehr bauen. Schön, hier schon. So, und jetzt haben wir schon 54. Das ist ja atemberaubend. Und jetzt sind die auch immer noch nicht ganz zufrieden, aber wenigstens ein bisschen. Okay, was haben die denn hier für ein Problem? Die steht leer. Ah, wird Zeit, dass wieder Leute kommen. Okay, dann gucken wir uns mal das an, was uns eigentlich Spaß macht. Nämlich hier die mittleren Domi. Die sind jetzt mit Heilbad und mit Glasbläser und sonst was komplett zufrieden. Das heißt, die brauchen jetzt Wein. Wein wird hier angeliefert, wenn er angeliefert wird. Da ist er auch. Und der wird ja dann hoffentlich hier hinten irgendwann mal abgeholt. Scheint keine Leute zu geben, ne? Ist das so? Stadtzentrum, ne, hier sitzt keiner tatsächlich. Keine Landstreicher und nichts. Tja, dann hoffe ich mal, dass wieder welche kommen und das hier ans Laufen bekommen. Weil wenn das läuft... Die haben keinen Zugriff zum Heilbad. Ach, was ein Drama. Wo habe ich das denn hingepflanzt? Hier. Ach, ja, ja. Okay, das ist denen zu weit weg. Schade. Schade, schade. Aber ich habe auch keine Chance, das irgendwo anders hinzustellen, wo die drankommen. Da oben vielleicht noch... Aber wenn ich das richtig sehe... Na, wo ist es da? Das wird doch einen Zugang zur Zisterne brauchen, oder? Steht hier zumindest nicht. Wollen wir es mal probieren? Erstmal forschen wir noch was. Was wünscht ihr nun zu erforschen? Hier ist jetzt alles erforscht. Prima. Dann... Forschung begonnen. Gehen wir da hinten hin. Dann probieren wir mal, hier oben noch ein Heilbad hinzustellen.
das hier ist das letzte. Das heißt, wenn ich das hier irgendwo hinkriegen würde... Ah, natürlich ist das alles ein bisschen mächtig. Aber da hinten ging es hin. Der Mystizismus wurde erforscht. So. Na, ich bin gespannt. Das hier ist noch im Einflussbereich. Na, ich bin gespannt. Gut, was machen die hier? Hier fehlen immer noch Leute. Die Philosophie wurde erforscht. Oder wird das einfach nicht los, weil die Lager zu weit weg sind? Das könnte natürlich auch sein. Es müsste ja hier eingelagert werden. Und da ist rundherum keiner. Sollte ich hier noch ein Lager hin tun? Kriege ich da noch irgendwo eins hin? Ach komm schon. So. Mal gucken, was sie dazu sagen. Hängt es da dran oder ist es wirklich, weil keine Leute da sind? Die Karren sind ja nicht rot. Da oben ist einer. Ach du Himmel, quer durch. Der hat aber gerade Pause, der holt sich Obst. Sieht mal zu, dass er... Aha, jetzt fahren die das weg. Das Gesetzbuch wurde erforscht. Sehr angenehm. Und wenn in dem Lager was ist, kriegen denn hier meine beiden... Hört sich an, als wäre in der Arena was los. Oh, sieht... Ah, weiß ich nicht. Bin mal gespannt, ob die das hier wirklich rausholen. Wenn nicht, muss ich es verteilen. Noch schläft er. Jetzt wacht er auf. Und tut aber gar nichts. Okay, das heißt... es ist aber schon wieder weg. Die Zufriedenheit in der Stadt sinkt. Verstehe ich nicht. Die haben doch hier gerade Zeug eingelagert. Und wer? Oder werden die Trauben gegessen? Weil die beiden machen ja hier schon mal nichts damit. Also weder der eine noch der andere hier. Oder ist der gerade unterwegs? Wo ist denn der hier? Der steht nur zum Pennen auf. Tja. Die öffentliche Verwaltung wurde erforscht. Tja. Vielleicht ist es zu wenig Essen insgesamt. Hm? Ich habe immer noch genug Weizen und Mehl. Ich habe aber fast überhaupt kein Brot eingelagert. Wenn ich das hier richtig sehe. Naja, 32, nicht so ganz viel. So, und hier oben laufen mir schon wieder die Leute weg. Eieieiei, Zivilisation ist jetzt wirklich gemein. Okay, das heißt, ich muss mich drum kümmern, ich komme nicht drum rum. Was ist denn hier? Das ist die Pracht. Tja. Die Frage ist halt, ob ich jetzt gleich schon mal anfange mit den Wundern. Das könnte ich schon. Statthalter, wo soll dieses Wunder errichtet werden? So, und dann gibt's hier hinten eine Wunderecke. Der Ort für dieses großartige Bauwerk wurde markiert. Es bedarf jedoch viel Zeit und Stein, bis es vollendet sein wird. Ja, ja. Die Arbeitslosigkeit zieht fürchterlich rein, also die Löhne kann ich mal bis zum Anschlag erhöhen. Meinetwegen auch nochmal die Rationen, obwohl nicht so gerne, dann setze ich eher nochmal die Arbeitszeit runter. Und dann mal gucken, es ist natürlich immer noch Minus. Das heißt, ich muss mal die Rationen erhöhen, damit mir hier die Leute nicht weiter weglaufen. Statthalter, Menschen verlassen die Stadt. Wir sollten etwas wegen der Zufriedenheit unternehmen. Wir sollten was wegen der Zufriedenheit tun. Ich gebe dir recht, aber... Das kaiserliche Dekret wurde erforscht. Das hier passt mir nicht gut, dass wir einfach nicht vernünftig auf den Quark kommen.
Zum Beispiel mit Broten. Ich werde einfach noch mehr Bäcker bauen. Die sollen das Zeug einfach produzieren. Seht mal zu. Außerdem will ich hier weg von der blöden Arbeitslosigkeit. Dann gucke ich mir an, was wir noch haben. Wir haben hier noch drinne genug Tuniken. Wir haben bestimmt genug Betten. Es ist halt die Frage, ob wir das hier nicht nochmal verwenden, um noch weitere hier... Ach, wie heißen die denn? Den Damenschneider und den Herrenschneider Arbeitsplätze schaffen. Das hier ist jetzt ein Herrenschneider. Dann kommt da auch noch ein Damenschneider, den werden wir sowieso brauchen. Dann gucken wir mal, dass die da mit dem Leinen vernünftig weiterkommen. So, gucken wir nochmal hier rein. Was haben wir denn noch in Überfluss? Marmor. Das heißt, wir könnten noch Statuen etc. bauen. Wir haben fast nichts an Glaswaren. Aber die arbeiten ganz vernünftig. Okay. Dann gucke ich mal fürs Essen. Tja, Brot fehlt, Obst kommt jetzt so langsam. Die Zufriedenheit in der Oliven könnte auch mehr sein. Obwohl, wenn ich das hier sehe, wir haben schon genug Olivenöl. Und Datteln werde ich importieren müssen. Oder kann ich die hier bauen? Nee, kann ich nicht. Also Datteln werde ich importieren müssen. Das heißt, ich brauche noch ein Handelsdock. Viele Bürger bekommen einen juckenden Hautausschlag. Verseuchtes Trinkwasser wird dafür verantwortlich gemacht. Was kann ich denn dagegen machen? Was kann ich denn bitte gegen verseuchtes Trinkwasser machen? Das ist doch nicht verseucht hier, das ist doch hoffentlich glasklar. Oder ist das ein externes Ereignis? Ach so, das ist ein externes Ereignis, das heißt, das geht dann auch wieder weg. Ja, dann forsche ich doch lieber nochmal. Was wünscht ihr nun zu erforschen? Immer dann, wenn es mies ist, muss man sich ablenken. Tja, wie auch immer. Wir machen einfach von oben nach unten. Wir müssten jetzt aber ein zweites Wunder bauen können, genau. Wo soll dieses Wunder errichtet werden? Ja, da wo es hingeht, Clown. Da zum Beispiel. Für dieses großartige Bauwerk wurde markiert. Es bedarf jedoch viel Zeit und Stein, bis es vollendet sein wird. Ja, Stein sollte ich aber genug haben, Kollege. Oder wollen wir nochmal gucken? Ah, Stein habe ich erstmal genug. So. Dann geht die Arbeitslosigkeit auch zurück. Die Zivilisation immerhin. Was ist hiermit? Hier sind wir schon gar nicht so schlecht. Ja, da haben wir gleich die ersten Wunder. Ja, Religion, Religion. Wieso denn nur zur Hälfte? Also ich werde auf alle Fälle die anderen Tempel noch bauen müssen. Dann mache ich das mal. So nah wie möglich ran. So, und hier brauche ich den. Der müsste sich ja irgendwo noch dazwischen klemmen lassen. So. Das hilft schon mal. So, hier sind wir auch tatsächlich schon auf einem großen Domus. Nicht schlecht. Was werden wir als nächstes brauchen? Eine Schreinerei. Okay, das ist gut. Ein Barbierladen. Und wir müssen Datteln importieren. Okay. Also, Schreinerei und Barbierladen ist ganz einfach. Also, wenn man Platz hat. Gucken, wo ich den noch dazwischen klemme. Ah ja, unser erstes Wunder. Die Heirat wurde erforscht. Na, es gibt keinen Text dazu, sondern nur ein wunderschönes Video. Okay, also,
Wir haben tatsächlich ein Wunder geschaffen. Wunderbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Bitteschön, eine große Bibliothek. Macht sich auch hier bemerkbar. Gar nicht schlecht. Volldampf. Okay, Sicherheit und Zugang zum Senat habe ich da noch an Möglichkeiten. Aber eigentlich, was fehlt denen hier? Ach ja, okay. Die wollen schon wieder, weil sie jetzt wieder nicht in die Grammatikschule kommen, etc. Also Grammatikschulen, das ist sowieso so ein dusseliges Zeug. Also hierhin, bitteschön. Tja, und so wird es uns noch eine Weile beschäftigen. Mal gucken, wie wir da weiterkommen. Was ist hier das Problem? Alles Mögliche ist das Problem. Die fühlen sich gut. Also, wir werden in der nächsten Folge einfach versuchen, weiterhin an allen Rädchen zu drehen, um hier vorwärts zu kommen. Zum Beispiel, indem wir weitere Wunder erforschen, wie ihr hier gerade seht. Okay, dann warten wir das auch noch ab. Da wird die Folge halt ein bisschen länger. Wie am Anfang erwartet, wird der Bevölkerungszuwachs nicht die schwierigste Bedingung sein. Am meisten werden wir uns nachher quälen, um die letzten Prozente für die Zivilisationswerte zu bekommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die großen Domus aufsteigen, entweder das Thema Villa oder auf alle Fälle der Palast wird nochmal mehr Platz in Anspruch nehmen. Und dann kriegen wir nochmal ein richtig schönes Problem, bin ich mir fast sicher, weil ich dann nicht weiß, wohin mit dem Zeug. Okay, aber das alles in der nächsten Folge oder in den nächsten, keine Ahnung, wie schnell das geht. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Tschüss.